Ja, Freunde, gute Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Man möchte fast irgendwie meinen zum zweiten Anlauf, nämlich zur Heavy Duty Challenge. Ich habe schon gerade ein, ich sag jetzt mal, rage-negatives Video über Heavy Duty Challenge der PC-Fassung gemacht. Könnt ihr gerne in der Videobeschreibung verlinkt euch angucken. Und jetzt haben wir nochmal die Konsolenversion vor uns auf der Xbox Series X. Für die PS5 gibt es auch. Und da werden wir uns mal angucken, in der Hoffnung, dass es da wenigstens läuft, nicht euch Ingame-Materialien zeigen kann. Wir haben vom Menü, Hauptmenüaufbau, dasselbe wie auf der PC-Fassung. Und wir können ganz kurz mal Richtung Einstellung gehen und gucken, was könnt ihr eigentlich hier. Was könnt ihr hier eigentlich auf der Konsole machen? Nicht viel. Also drei verschiedene Sachen. Da ist ja nicht mal der Sound dabei. Warum ist der Sound nicht mal dabei? Also ihr werdet merken, ich werde wahrscheinlich sehr kritisch auf viele Sachen reagieren, aber wenn das hier nicht mal bei Einstellung der Sound mit dabei ist, ist schon sehr, sehr fragwürdig. Okay, nochmal kurzer Hinweis, wir werden wahrscheinlich nochmal ein drittes Video machen, dass wir halt wirklich alles zusammenfassen können. Wir haben jetzt so die Eindrücke von der PC, von PC-Fassung gehabt, jetzt holen wir uns die Eindrücke für die Konsolenversion und dann machen wir nochmal ein drittes Video und fassen wir alles nochmal zusammen für die Konsolenbesitzer. Das Spiel gibt es für 34,99 und ja, ist halt ein paar Euro, wie immer, wie man es von der Konsole kennt, teurer als auf dem PC. Dort ist es gerade im Angebot für 26,99 und zum Teil auch sehr negativ bewertet. Auch hier haben wir leider nur eine Bewertung von 2,5 Sternen, das liegt mitunter aber auch daran, dass es vom Spielkonzept her viele nicht wahrscheinlich so passt, langweilig ist. Wir haben hier zwar einen Simulator in dem Sinne, aber es ist ja so ein halbes Rennspiel. Gucken wir uns mal an, beginnen wir neue Karriere. Ich bin gespannt. Gucken wir uns mal die Ladezeiten an, wie schnell das hier eigentlich überhaupt geht. Das hat man nämlich auf der PC-Fassung auch gehabt. Schnell auf 50% und jetzt geht's so langsam hoch. Wir hatten übrigens bei den PC-Versionen, ich habe es auf ganz low gestellt, da hat man die Möglichkeit, da so ein bisschen zu fahren, aber egal bei welcher Einstellung, das war teilweise grauenhaft gewesen. Immerhin, hier funktioniert schon mal Grundlagen des Fahrens, wie man den Truck fährt und die Punkte erzielt. Hallo, willkommen in der Fahrschule. Bist du bereit, den Truck-Champion schlechthin zu werden? Die erste Lektion besteht darin, die Grundlagen des Fahrens und das grundlegende Mechanik des Trucks zu lernen. Wir werden auch über die Punktevergabe und den Gewinn von Championships sprechen. Außerdem ist eine hervorragende Gelegenheit, eine Zwei-Achsen-Probe zu fahren. Viel Spaß dabei. Okay, das ging schon mal. Oh, stopp. Lenkrad und Controller ist angeschlossen. So, okay. Okay, Gas geben. Uiuiuiui. Also es läuft schon mal flüssig, aber ihr seht, die Sichtweite ist nicht dolle. Wenn ihr euch die Bäume da vorne mal anguckt, das wird sehr 2D-mäßig. Alleine schon, dass die Schattierung oder der Kontrast so zweigeteilt ist. Aber es läuft hier schon mal flüssig. So, wir geben mal Gas. Willst du mich verarschen oder was? Nee, warum auch? Warum sollte auch ein Lenkrad bei einem Rennspiel funktionieren? Nö, verstehe ich, ja. Muss nicht sein. Ach, das ist doch scheiße. Sorry. Okay, wir fahren mit dem Controller. Nicht jeder hat ein Lenkrad. Wir sind jetzt mal für die Controller-Besitzer unterwegs. So. Okay, Kameras. Wähle deine bevorzugte Kameramodus. Bewege die Kamera, um dich umzusehen. Nutze den rechten Stick, um die Kamera zu drehen. Für Steuerkreuz da oben. Ja, warte mal, hier bremst mal ein bisschen ab. Das, während das noch weiterläuft, ist ja geil. Okay, Kabinenansicht. Okay, machen wir mal. Wir können hier einmal links rausgucken, rechts rausgucken und dementsprechend uns drehen. Och, nee. Ja, ist nicht mal inventiert. Sprich, wenn ich nach oben gucken möchte, muss ich den rechten Stick nach unten machen. Bin ich nicht so ein Fan davon, kannst du aber hier nicht umstellen. So, hier können wir uns rausgucken, das ist schon mal sehr cool. Oh ja, das ist halt... Ja, wenn man so auch nach hinten guckt, das ist halt auch nicht das Wahre, wa? Ich verstehe jetzt auch, manche Bewertungen auch geschrieben haben, so Snowrunner für Arme, so ein bisschen. Es ist natürlich vom Prinzip her, weil hier geht es ja wirklich um Zeit. Das ist ja eher so ein Rennspiel. Ist es ja nicht wie Snowrunner, aber es soll ja halt mit den Trucks und so. Und das ist halt natürlich ein bisschen sehr schwach. Übrigens könnte man wirklich mal Snowrunner hier so ein bisschen spielen. So. Achso, warte mal, wir haben ja noch natürlich andere Kameramodis. So, dann gucken wir uns mal ganz kurz hier so ein bisschen die Grafik an. Die Grafik von Truck ist gar nicht mal so verkehrt. Die Umgebung, ihr seht hier, die Vegetation, das ist natürlich nichts Schönes.
Ist natürlich auch von der Engine her, man könnte natürlich hier allein schon die Reifen, wir haben hier immerhin, was wird das hier wieder sein, 10 Tonner oder so. Keine Reifenspuren auf dem Boden, natürlich auch nicht so schön, bin ich jetzt der Meinung, was man jetzt hier so sieht. Ja, okay, wir haben einen neuen Hinweis. Fahre den Truck vom Start ins Ziel. Ja, wollte ich gerade machen. Gut, dann fahren wir mal. Also, ich habe ja schon die erste Einblicke trotzdem auf dem PC gehabt, bei voller Grafikeinstellung. Das ist dann doch schon mal was anderes gewesen. Ja, Punktevergabe. Dein Ziel ist es, ohne Fehler durch die Tore zu fahren. Okay. Das ist natürlich, man muss auch noch, oh, balla. Man muss aber auch so ein bisschen bedenken. Das ist natürlich, oh, ey, mit der Kamera ist aber auch ätzend. Hier noch sehr einfach. Das wird später mit Parcours wesentlich schwerer. Ja, du, ist in Ordnung. Ich brauche jetzt hier nicht alles durchlesen. Ja, dann fahrt ihr durch diese Tore. Wir machen jetzt erstmal natürlich gemeinsam jetzt die Fahrschule. Wir geben dem Spiel, wenn auch nicht lange, ein bisschen die Chance, da mitzumachen. Für mich fällt es halt schon mal ein bisschen außen vor. Ich bin ein Lenkradbesitzer und glaube, viele von euch, die selber ein Lenkrad besitzen, die fallen doch eher sehr gerne mit dem Lenkrad. So, jetzt über das Holprige hier. Können wir uns mal hier aus der Third-Person-Perspektive angucken. Physik soll ja grandios eigentlich sein. Boah, die Kamera. Wirklich, Kamera war auch ein bisschen moniert gewesen. Schön. Ja, machen wir weiter. So, Kursgrundlage des Fahrens abgeschlossen. Sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. So, dann geht's weiter zu Offroad-Modi, wie man in schwierigen Gelände fährt. Willkommen beim zweiten Teil der Truck-Fahrschule. Jeder Truck, den du fährst, verfügt über Offroad-Modi. Du kannst zwischen ihnen hin und her wechseln, mit schwierigen Gelände und steiligen Hängen fertig zu werden oder um dich zu befreien, wenn du feststeckst. Fahre mit einem Dreiachser und probiere die Offroad-Modi bei einigen herausfordernden Hindernissen aus. Können wir gerne machen. Mit YB kannst du die Fahrmodis wechseln. Gleichzeitig drücken oder? Ah! Ach, hier hoch und runter schalten. Okay, hier haben wir jetzt zum Beispiel einfach für Straße, Allradantrieb und Hinterachsen gesperrt. Okay. Oh, die Grafik. Das ruckelt ja jetzt hier schon. Also man merkt das so ein bisschen an die Schattenbildung. Also, wie gesagt, physikalisch jetzt auch von den Achsen, es ist jetzt nichts Bahnbrechendes, es ist jetzt nicht schlecht. Das sieht denn schon ganz nett aus. Eins muss man auch mal sagen, klar, man kann sagen, man monieren das Spiel ist halt langweilig. Man muss aber auch mal so ein bisschen festhalten, das ist halt das Grundprinzip des Spiels, darum geht es halt in diesem sogenannten Sport. Guck mal, hier kommen wir ein bisschen schwerer rüber, wir machen mal Allrad. Also hier ist natürlich jetzt nicht so viel Mega-Action geboten. Aber die Kameraperspektive, also Third Person, ist wirklich ein bisschen sehr fragwürdig. Also man hätte vielleicht nochmal eine weitere Perspektive noch ein bisschen weiter weg. Cockpit, ja, okay, hier vorne. Aber die, man erkennt halt nicht so viel, weil man müsste halt davon aus viel weiter wegkommen. So, wir haben auch natürlich ein Schadensmodell. Das sieht ihr auf der linken Seite. Aufhängung nur noch 99%. Antriebsstrang auf 98%. Kommen wir hier hoch. Ja, anscheinend schon. Boah, jetzt sieht aber auch teilweise wirklich... Also lebhaft sieht das in keinster Weise aus. Und geschafft. Ja, doch. Ich habe jetzt gerade gedacht, hä? Gut, Kurs Offroad-Modi abgeschlossen. Wunderbar. Gut, weiter geht's. Getriebe machen wir hier mal 2L. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was wir jetzt hier machen sollen, aber es geht ja eigentlich nur darum, durch die Tore zu fahren. Ja, grafisch teilweise allein schon. Warte mal, beende die Sektion. Nee, ist in Ordnung. Grafisch gesehen, wenn ihr euch einfach schon mal diesen Reifenstapel anguckt, der wirkt sehr eckig und kantig, also er wirkt halt nicht so dynamisch 3D-mäßig. Wenn man drauf zufährt, okay, hier und da, jetzt geht's so einigermaßen, aber so, jetzt wird's natürlich ein bisschen interessanter, weil guck mal, jetzt kommen wir hier in so richtig schöne Kurve. Jetzt müssen wir nämlich einmal hier runter. Ja, also die Kamera ist sehr suboptimal. Ach, guck mal, hier mal ganz kurz gleich für diejenigen, die es so ein bisschen interessiert. Warte mal,
Wie können wir ihn eigentlich runterschalten? Nee, warte mal. Oh, Engine off, Engine an. Bin ich jetzt total behämmert? Warte mal ganz kurz. Handbremse kurz mal. Oh, es war ja Engine off. Ah, zurücksetzen. Nee, Getriebe, guck mal hier. Kann ich das nicht irgendwie... Ah, hätten sie auch mal machen können. Ist Getriebe zurücksetzen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier rückwärts fahren wollt, weil ich wollte euch mal Folgendes zeigen. Vielleicht für diejenigen, die es halt wirklich so ein bisschen interessiert und sich dann fragen, oh, wie funktioniert hier was? Irgendwie so ein bisschen. Achso, wir fahren von ganz vorne an. Okay. Wenn jetzt die Achsenvarianten wird und wir nehmen jetzt zum Beispiel jetzt nur Straße, ja? Dann machen wir hier vorwärts. Okay, warum? Also die Handbremse war gerade drin gewesen, aber ich konnte rückwärts fahren. Okay, kenne mich dann auch nicht so gut aus. Vielleicht bin ich, ja, die Kameraperspektive ist grauenhaft, ey. ey. So, guck mal, da quält er sich ja schon richtig hoch. Guck mal, jetzt soll ich jetzt mal stehen bleiben, wird es halt ein bisschen schwieriger. Guck mal hier. Merkt ihr das? Da kommt er jetzt nicht voran. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel mal hier auf Allradantrieb geht, ja, dann kommen die anderen Reifen oder ganzen Achsen noch hinzu. So, jetzt geht's einmal hier runter. Jetzt müssen wir da hoch. Ja, gute Frage. Einmal da. Oh. Ja, Junge, was der alles kann, ey. Holla die Waldfee. Was haben wir noch alles? Straße, Allrad. So. Boah, ja. Oh, jetzt haben wir einen ordentlichen Schaden irgendwie bekommen, warum auch immer. So, jetzt immer die Reifenstapel hier. Also klar, jeder Sport hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung, aber in Sachen Motorsport weiß ich jetzt nicht, wie man so auf die Idee kommt irgendwie. So, hier versuchen wir uns ein bisschen mittig zu halten. Also große Schwäche ist wirklich die Third-Person-Perspektive, die eigentlich so das Ganze eigentlich mitunter ausmachen sollte, weil die Kopfperspektive ist natürlich jetzt nicht so spannend. Da kommt halt nicht das Ganze rüber, worum es hier wirklich geht. Apropos. Können wir ganz kurz mal gucken. Ah, jetzt hat das doch beendet. Wir können uns mal ganz kurz mal trotzdem noch so ein bisschen hier die Feinheiten gleich mal ein wenig angucken. Jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, uns ein neues Modell zu kaufen. Hä? Warum haben wir denn schon 1 Million Credits? Nett. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das denn? Können wir uns alle hier kaufen oder was? Ist ja auch nett. Kaufen. Schön ist, man kriegt auch Erfolge dafür. So, dann haben wir jetzt nur noch einen einzigen und dann haben wir noch, jetzt haben wir alle Fahrzeuge gekauft. Alle im Besitz, läuft bei uns. So, welchen haben wir denn jetzt hier? Ich nehme jetzt einfach jetzt, oh, noch Erfolg freigeschaltet, Carpark. Bei all 12 Cars, dass natürlich da schon 10% diesen Erfolg freigeschaltet haben, ist natürlich kein Wunder. ja, da war, glaube ich, irgendein Fehler. Da haben sie einfach mal die Tausenderstelle dann noch mitgenommen am Anfang. Die wollten bestimmt, du konntest bestimmt nur einen Wagen auswählen für 2000 oder so und dann haben die außerdem aber 1 Million darauf geklatscht. Ach, das ist aber auch herrlich, ey. Als würde man wirklich das Spiel selber nicht nochmal irgendwie anspielen. Naja, gut. Teamlager, was ist denn Teamlager? So. Hier können wir Reparaturen vornehmen. Wir können Upgrades machen. Wir haben aber jetzt irgendwie nichts. Antrieb verstärken. Ist natürlich ein bisschen problematisch. Weil so fällt natürlich vieles so ein bisschen weg. Das ist jetzt auch nicht die Welt, was wir jetzt hier bezahlt haben. Und da kriegen wir auch Erfolge dafür. So, nochmal Teamlager. Was können wir noch machen? Reparatur. Also bei Dämmerung, oh, das sieht jetzt nochmal schlechter aus. Boah, scheiße, ey. So, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir ein Schild umfahren? Ich fahre das Schild jetzt einfach hier um. Was ist denn jetzt unser Ziel?
Das ist aber jetzt aber sehr unpersönlich irgendwie. Also wir haben jetzt die Fahrschule hinter uns gebracht, fahren jetzt quasi, aber ist ja alles, na gut. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, aber gut, da habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so gut aufgepasst. Ich fahre jetzt einfach hier entlang. Ist ja eine sehr große Überraschung hier, was einmal alles aufploppt. Oh, Mann. Ist einfach mal ein Baum weg. Ah, da ist er wieder. Also das Gebüsch, das Gestrüpp. Ist der erste Checkpoint? Weil wir müssen eigentlich durch Fähnchen hier fahren. Uiuiui, das ist ein fleißiges Aufploppen hier. Noch haben wir nämlich genug Zeit, das uns alles anzugucken. Ach komm, wir machen mal hier im vierten Gang. Ja, oh, Allradantrieb. Boah, uiuiui. Jetzt achtet mal darauf, wie viel jetzt hier aufploppt. Guck mal, wie kahl es jetzt gleich noch hier ist und jetzt ploppt alles auf. Bup. Ach du. Ey, kannst du. Ach, ey. Jetzt auch mal so ein bisschen Spaß beiseite. Da wird ja immer, da heißt natürlich immer so die aktuellen Konsolen, PS5 und Xbox Series und sowas. Also die neuesten Konsolen, die sind natürlich gegenüber dem PC so leistungsschwach und so. Naja, gut, klar, wenn ein Entwicklerteam, sagen wir nicht, die Ressourcen bekommt, sagen wir es mal so, oder die Möglichkeiten erhalten, da was raus zu machen oder es vielleicht auch nicht wollen, dann sieht's einfach auch Käse aus. Das sieht so aus wie mein Hirtenkäse. Ich hole mir mal ganz gerne für meine Pizza Hirtenkäse. Da mache ich aber immer nur die Hälfte rauf, weil so eine ganze Packung Hirtenkäse auf eine Pizza ist auch schon jede Menge. Und dann ja den Rest Hirtenkäse vergisst du immer für 3-4 Wochen, weil dann holst du den raus, dann ist er nicht mehr weiß, sondern so grün-bläulich. Ja, und so riecht, schmeckt und wirkt das ganze Spiel auf mich. Das ist natürlich nicht schön. Ich fahre jetzt einfach hier irgendwo lang. Wir haben hier keine Karte, aber ich glaube, brauchen wir auch gar nicht. Haben wir Licht eigentlich hier? Ich mache es ja auch. Man muss auch mal sagen, es stehen aktive Sportler mit ihren Namen dafür, wa? Wo fahre ich eigentlich lang? Scheiße. Bestimmt. Muss ich da hoch? Aber, guck mal, also schon cool, wo der überall hier langkommt, wa? Den brauchst du auch wirklich für die Stadt. Wo muss ich denn hier eigentlich lang? Jetzt mal ganz ehrlich. Von wo kam ich denn hier eigentlich? Also eine Karte wäre nicht schlecht. Muss ich da lang? Wir haben nicht mal einen Fahrer. Ach, nö. Da ist ja nicht mal ein Fahrer drin, sehe ich gerade. Ach, leck mich doch. Ey, sorry, einen Fahrer kriegt man doch wenigstens hin. Die machen Werbung für den Sport mit Leuten, die diesen Sport betreiben. Da siehst du den Fahrer, den Co-Fahrer, weil jetzt eigentlich auch noch ein Co-Fahrer dabei. Und dann steht auch noch ein dritter Fahrer, wenn der erste Fahrer wahrscheinlich vor Langeweile umgekommen ist, dass der andere einspringen kann. Und dann animieren die den nicht mal. Naja, gut. Muss nicht. Ich weiß ja nicht, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Gibt's hier nicht irgendwie eine Karte? Nee, eine Karte gibt's hier nicht. Und wo muss ich denn hier lang? Muss ich da hoch? Durchfahre Tore. Naja, die versuche ich zu finden. Wir fahren jetzt einfach hier hoch. Das sieht mir schon mal sehr gediegen aus. Es soll ja Open World sein. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Aber das Prinzip besteht ja darin, Tore zu durchfahren. Und ich glaube, die sind ja auch irgendwo versteckt, aber... Du zeigst eine Fahrschule, wo du automatisch Toren feuerst und hier hast du keine Tore. Und dann hast du nicht mal eine Karte oder so. Das ist sowieso ganz merkwürdig. Warum haben wir eigentlich keine Karte? Normalerweise sitzt hier unser Co-Pilot. Der gibt uns Anweisungen, wo was sein kann und guckt mit und hier und da. Aber so nicht. So nicht, mein Freund. Du bist bestimmt jetzt gerade einen Kreis gefahren, wa?
das für 35 Euro, ey. Ey, gibt Spiele bei Steam. Da merkst du sofort, da ist eher so Mobile-Game-artig, aber die verlangen aber auch nur 4 oder 5 Euro. An guten Tagen sind es 2 Euro. Wie habe ich angefangen, wa? Habe ich hier angefangen? Da muss ich hier lang. Ich weiß das ja nicht. Ist das ein Tor? Das ist bestimmt ein Tor, oder? Och, ey, mit dem rechten Stick, also. Mal gucken, war das ein Tor gewesen? Ja, boah. Du, man kann sich jetzt auch wirklich hier verfahren. Wie kommt man auf die Idee? Also Open World schön und gut, das Prinzip, also ich weiß, das Prinzip ist wirklich so, es gibt wirklich irgendwie sowas wie mehrere Tore, man muss die, glaube ich, auch mitunter finden, anscheinend, und man muss den besten Weg dazu finden. Wie kommt man aber auf die Idee, das als Open World darzustellen, was es vielleicht jetzt auch im Endeffekt ist, so könntest du rein theoretisch gesehen überall hinfahren, aber keine verdammte Karte hier mit einzufügen, ein Modus, wo du sagst, da hast du Karte, hier sind die Flaggen, hier musst du hin und dann versuchst du den besten, schnellsten Weg irgendwie zu finden zu diesen Flaggen, damit du 5 Flaggen voll bekommst. Ich fahr jetzt hier einfach irgendwo lang. Ich habe heute frei bekommen auf dem Freitag, also jetzt nicht wegen dem Spiel. Chef, ich brauche Urlaub, da kommt ein richtig grandioses Spiel, sie glauben nicht, das wird so gut. Ja, der denkt auch so, fuck. Das hast du jetzt 8 Stunden gemacht? Wir fahren immerhin jetzt seit 7 Minuten. Ja, du, ich weiß auch nicht. Ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, ich glaube, der Baum wird mir ein bisschen im Wege stehen. Nee, wir kommen da durch. Da! Nee, ist das ein Tor? Das ist ein Schild. Sind wir nicht schon lang gefahren? Wir sind hier schon lang gefahren, wa? Jo, da sind wir lang gefahren. Okay, komm, wir geben dir noch einen Versuch. Hier entlang. Für mich sieht das ja aus wie so ein Tor, ey. Aber eigentlich sind es wahrscheinlich diese Fahnenmasten. Ah, Verzeihung, ich muss ja auch ein bisschen höher schalten, aber das Höherschalten bringt jetzt auch nicht so mega viel. So, über die Brücke jetzt hier. Bloß nicht runterfallen. Also ich bin ja jemand, der ist ja wirklich mit wenig zufrieden. Manche sagen mir immer so, ich werde dafür gekauft oder sowas, aber als deines Beispiel... Warte, muss ich da durch? Ich drehe da einfach mal kurz um. Manche würden ja behaupten, ich sei quasi gekauft, aber mir reicht es manchmal aus. Ich habe ein Lenkrad und wenn ich mit dem Lenkrad fahren kann, dann reicht mir das erstmal manchmal so ein bisschen aus. Und das ist halt für mich so ein bisschen dieses Grundprinzip von teilweise einem guten Spiel, dass das, was es eigentlich sein soll, wenn es zum Beispiel ein Fahrsimulator ist, muss ein Fahrsimulator für mich auch einen Lenkrad-Support haben. Und das reicht jetzt schon manchmal so ein bisschen aus, so. Ich will wenigstens ein Tor hier durchfahren, dass man so ein bisschen das Grundprinzip ein bisschen kennenlernt. Falsche Richtung. Na du, da, wo? Ah, falsche Richtung, okay. Aber da war ein Tor. Ach, hier kann ich gar nicht lang. Ja gut, dann drehen wir wieder hier. Kommt er hier rüber eigentlich? Ja. Nein. Okay. Freunde, wir haben uns ein bisschen verzettelt, muss ich echt mal sagen. Okay. Boah, es geht aber ab. Ich fange von ganz vorne an. Wo ist denn so ein... Oh. Oh. Oh, ich hab schon gedacht, wir haben es jetzt hier. Wo ist denn so ein Tor? War das da oben das allererste Tor gewesen? Müssen wir, haben wir irgendeine Reihenfolge? Also... Ja, also mal ein kleines Fazit jetzt für die Konsolenversion. Es ist leider wie immer auch gerade jetzt hier aus dem Hause Aerosoft typisch Aerosoft. PC, wie gesagt, kann ich halt nicht meine Meinung abgeben. Da gibt es arge Probleme. Da haben auch viele in die Bewertung und die Rezession auch reingeschrieben,
das aufgrund erforderlicher Anforderungen für das Spiel, einfach nicht spielbar ist. Ich habe für diejenigen, die können gerne mal vorbeischauen, das Spiel tatsächlich auf 640x320 Auflösung gelassen und wirklich richtig wenig. Wir fahren jetzt einfach hier rein. Und es lief nicht. Es lief wirklich gar nicht. Und aber trotzdem, normalerweise natürlich so eine PC-Version ist dann meist gerade in Sachen Aerosoft immer besser. Die Konsolenversion, die Leute, die haben da so einen riesen Nachsinn. Ich verstehe es wirklich nicht, wie man sich sowas antun kann. So, jetzt eine gute Frage. Ist das jetzt hier ein Tor? Oder beginnt einfach von hier aus ein anderes Spiel? Ich habe keine Ahnung. Also, aber der rechte, der... Das eigentlich nervt mich gerade. Ja, eigentlich ist alles nur noch... Ich werde noch ein drittes Video machen, nicht jetzt spielen oder sowas. Jetzt habe ich natürlich total reingeschissen, muss ich sagen. Das Spiel... Ach, hier ist ein Tor! Ha! Ja, findet mal! Leck mich! Ich habe ein Tor gefunden. Aber das musst du erstmal finden. Ich bin nur mal gerade ausgefahren. Wer kommt denn darauf, dass wir nach links fahren müssen? Ich muss sagen, es hat ja Tor durchfahren. Ah, Tor durchfahren. Sehr schön. Schön. Nee, aber... Die PC-Version, wir werden jetzt nochmal, wie gesagt, jetzt ein drittes Video machen, da fassen wir alles zusammen. PC sowie Konsolenversion. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier lang fahre, ich fahre jetzt einfach hier lang. Aber die Konsolenversion jetzt schon mal gleich mal kurz, trotzdem ist ein Feedback, ist ja noch das Video für die Konsolenversion. Überlegt euch das gut. Ihr habt hier ein Spiel für 35 Euro ohne Lenkrad-Support, zumindest kein Trustmaster bis dato. Obwohl, lustigerweise, Force Feedback ist eingeschaltet. Also, Lenkrad ist irgendwie vom Spiel, von der Konsole erkannt. Force Feedback ist eingeschaltet. Funktioniert aber hier nicht. Ihr habt, wie ich finde, das können wir kurz mal uns angucken, bevor wir den Fläche beenden, Sachen Einstellung, die spartanischste Einstellungsmöglichkeit in einem Spiel, was ich jemals gesehen habe. Das Spiel läuft, glaube ich, auch währenddessen weiter. Nee, tut zum Glück nicht. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, den Sound einzustellen. Wir können nur metrisch oder... Imperial einstellen. So, dann können wir Herzsichtbarkeit machen, können wir auch ausschalten. Hier, Tooltips können wir auch ausschalten. Hier, dann sieht es alles ein bisschen freier aus, aber ist jetzt auch vollkommen egal. Ihr habt eine Kameraperspektive, Third Person, die nicht gerade gut ist. Das muss man auch mal so sagen. Zweite Tor ist übrigens auch mal ein Checkpoint. Also, wenn ihr ein Tor durchfahrt, habt ihr tatsächlich einen Checkpoint. Grafik ist natürlich unterirdisch. Wirklich, wirklich unterirdisch. Es will irgendwie sowas wie Snowrunner sein und wie sie alle heißen, Mudrunner. Aber es kommt ja da bei Weitem gar nicht ran. Die LKWs sind in Ordnung. Ich finde es natürlich mal wiederum ein bisschen schade, dass sowas wie hier, was wir hier sehen, nicht animiert ist. Kein Fahrer, kein Beifahrer, kein Co-Fahrer, kein Kartenleser. Wir haben ja nicht mal hier eine Karte, dass wir uns vom Areal so ein bisschen so ein Bild machen können. Ist halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, wie es gefällt und wer glaubt, das könnte wieder der nächste Meilenstein von der Aerosoft sein, der ist gerne für 35,99 € auf der Xbox Series X und der PS5 eingeladen. Für die PC-Spieler guckt auf alle Fälle nach, ob es den Anforderungen entspricht. Über Steam könnt ihr sämtliche Spiele zurückgeben. Mein kleiner Tipp da am Rande. Bei der Xbox sieht es ein bisschen schwieriger aus. Ich habe da schon ein Video gemacht. Es ist möglich, Spiele zurückzugeben. Auch relativ einfach, aber immer nur eine bestimmte Anzahl. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel immer hofft, dass Aerosoft vielleicht mal Spiele raushaut, die auf dem PC vielleicht gut laufen, wie zum Beispiel Fernbus-Simulator, Tourist-Bus-Simulator, und ihr holt die auf die Konsole und die laufen nicht gut, habt ihr natürlich da so ein bisschen Nachsehen, weil ihr könnt immer nur eine bestimmte Anzahl an Spielen im Jahr zurückgeben. Ich versuch's trotzdem mal, vielleicht habe ich ja Glück. Freunde, wir sehen uns im dritten Video, zum letzten endgültigen Video, da werden wir nochmal unsere große Meinung kundtun und ja, wie immer, gegen Aerosoft schießen. Also, in diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. So, weiter geht's. Oh. Oh, nicht schlecht. Jetzt aber.